Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum 19. Saisonrennen in der FIA 2018. Es geht Step by Step dem Saisonende zu und ja, wir sind in Mexiko zu Mexiko, in Mexiko am Start, meine Fresse. Ja, einer der höchstgelegenen Strecken überhaupt. Die Luft ist dünn, hoffentlich nicht für uns, sondern für unsere Gegner. 10 Punkte Rückstand gilt es in der Konstrukteurs-WM aufzuholen. Im Idealfall machen wir das heute. Also, wie gesagt, letzte Saison haben wir mit dem Ferrari hier den... Okay. Letzte Saison haben wir mit dem Ferrari den WM-Titel klargemacht, beziehungsweise den Konstrukteurs-WM-Titel klargemacht. Das wird, egal wie das Rennen ausgeht, heute definitiv nicht passieren. Weil, wie gesagt, wir haben Rückstand. Also können wir... Wir schaffen es nicht, so viele Punkte zu holen, dass wir dann mehr als 86 Punkte Vorsprung haben, beziehungsweise 87. Ja, das wird definitiv heute nicht passieren. Mal gucken. Wir wollen heute im Idealfall natürlich heute alles auch wieder auf Null stellen. Vor den letzten beiden Saisonrennen in Brasilien nächste Woche und übernächste Woche in Abu Dhabi. Danach ist hier Feierabend in FN 2018. Wir warten danach auf FN 2019. Das ist Ende Juni, kommt 28. Juni. Weil dann geht es durchgehend weiter mit Dirt. Und Dirt 4. Bis halt, wie gesagt, das neue F1 rauskommt und dann geht es wieder mit Dirt weiter einem 4-Tages-Rhythmus, dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Also kein Formel 1 mehr, wie gesagt, 3 Rennwochen hin haben wir noch, wie gesagt, jetzt Mexiko, dann nächste Woche Brasilien und dann das der Abschluss in Abu Dhabi in 2 Wochen. Ja, heute ist wieder Freitag, das heißt, freie Training steht auch wieder an, auch in Mexiko natürlich, wollen wir das so weit haben. Wir gucken mal, was wir an unserem Antrieb. So. Ich kann nicht, oh, können wir gar nicht entwickeln, seht ihr uns. Zu wenig Ressourcenpunkte, WTF, doch, die können wir noch auswickeln. So. Außer Wahrscheinlichkeit um 8% reduziert. So. Wir wollen dann natürlich den Schritt machen. Hohe Nomen, glaube ich, viel stärkste Kraft. Respekt, ich verliebe mich, also mittlerweile Torosso und Haas, bin aber am Ende des Feldes. Ja, wir gehen definitiv nicht in die dritte Saison, das ist klar. Ich werde nur sporadisch, also wie gesagt, Bode zu Williams wechseln, weil ich, wie gesagt, mir für 2019 mit dem Williams-Team beginnen möchte. Dort wird es auch einige Besonderheiten geben, aber das werde ich dann euch beim Release, beziehungsweise dann in der ersten Folge sagen. Gut. Ja, erste freie Training, würde ich sagen. Gehen wir rein, ne? Los geht's. So. Hallo und herzlich willkommen in Mexiko, wo sich die Teams bereits auf das heutige Training hier auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez vorbereiten. Stefan Römer sitzt neben mir und wird uns durch das heutige freie Training begleiten. Vielen Dank, dass du hier bist und sag mal, worauf sollten wir heute unsere Aufmerksamkeit richten? Ich denke, wir sollten uns heute das gesamte Feld ansehen und darauf achten, wie weit die Autos mit einem einzigen Satz Reifen kommen können. Während alle verschiedene Einstellungen und Treibstoffmengen ausprobieren werden, kann man definitiv Trends für jede Reifenmischung erkennen, wenn man aufmerksam ist. Dadurch können wir uns ungefähr ausrechnen, wie lange die Fahrer später am Renntag draußen bleiben können. Jo, da sind wir. So. Der kleine Teaser zum Auftakt. Wir gucken natürlich erstmal aufs Wetter. Wir wollen natürlich wissen, wie sieht das Wetter überhaupt an diesem Rennwochenende aus. Training 1 trocken, Training 2 verregnet, okay. Training 3 Vollregen, Qualifying trocken und das Rennen trocken. Also, wie gesagt, wir können jetzt hier schon die leichteste, schnellste Mischung nehmen. Die werden wir auch nehmen. Das sind nämlich die Hypersoft. So. Was Gutes? At some point before qualifying, let's get our track acclimatization program complete. It'll help us identify any specific problem areas on the circuit. So, dann können wir jetzt hier brauchen nämlich nicht die langsamste Mischung nehmen. Wir gehen mal auf die Strecke. Einige Runden wollen wir auf jeden Fall heute noch gedreht bekommen, also beziehungsweise jetzt hier im Qualifying. Dadurch, dass die Strecke äußerst kurz ist, werden wir heute ein paar mehr Runden fahren. Ist das richtig, dass es leicht tröpfelt? Das haben wir gar nicht gefahren bekommen. Wir wollen zumindest eine Runde hinbekommen. Wir sind dran. Red Bull. Ja, ja. Das Wetter könnte uns tatsächlich schon richtig die Rechnung machen, hier zumindest im ersten Qualifying-Segment. Also, was jetzt zu spät rausgeht, hat natürlich ein Problem dann später im Rennen. Wir wollen natürlich hier eine schnelle Runde setzen, zumindest auf den Hypersoft. Wir müssen vor allen Dingen.
So, Auftakt Mexiko. Ocon mit einer Zeit, mit einer 20-0. Hoffentlich reicht das für uns, dass wir da die zerknacken können. Ja, der erste Sektor sagt natürlich ja. Gucken, was Sektor Nummer 2 sagt. Ja, auch. Jetzt müssen wir gucken, dass wir im Stadion hier ein bisschen was holen. Seit 19.3, also den Vorsinn haben wir nochmal gepackt. Das war auch, wer oder wäre eine Überraschung, wenn es nicht so gewesen wäre. Ja, dieses Kurvengeschwänge, die sind scheiße eng, die Kurven. Die haben uns gerade so ein bisschen Zeit gekostet. Wow, 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 wow. Da wollte der Red Bull aber ganz schön nehmen, gegen. Da bin ich Gott sei Dank ein bisschen dran gewesen. Ah, hab's trotzdem Gott sei Dank abgefangen bekommen. Und da können wir vielleicht nochmal eine halbe Sekunde ungefähr nachlegen, etwas mehr. Tun wir auch. 18,7 Bestzeit. Aber durch die Fehler wird auf jeden Fall nochmal was gehen können. Doch, lässt das Wetter auch ein bisschen was zu. Fast das Auto liegen lassen. Oh, das haben wir aber schön liegen lassen im Stadion. Jetzt noch lässt das Wetter auch eine schnelle, einige schnelle Runden zu. Die Strecke, die frisst aber auch Sprit ohne Ende. Bestzeit Sektor 1. Max steht noch in der Box. Wieder ein Quersteher da hinten drin. Ah, es wird schon schwierig werden. Schwieriger werden. Jetzt geben mich die Ultras auch keine Reifen mehr. Weil die halt.
So, gehen wir mal rein in die Garage, weil das sollte eigentlich auch reichen. Wir sind jetzt 4 oder 5 Runden gefahren. Und Max Push packt unsere Zeit, das ist gut. So gut war die Zeit? Ich dachte, die Zeit wäre besser gewesen. Ich dachte, wir hätten sie ohne Probleme hingekriegt mit der Basezeit. Aber es ist wirklich nur knapp. Also Max zumindest schlägt er zurück, das wäre zumindest gut. Hamilton und Hardley noch ohne Zeiten. Dabei wird es auch bleiben. Alle Autos sind über die Ziellinie und jetzt die Top 3 stehen nun fest. Verstappen, Hülkenberg und Sebastian Vettel. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. So ist das. Wir müssen also auf jeden Fall nochmal zulegen können. So. Gut, das war das erste freie Training. Wir hüpfen mal rüber ins zweite. Set of intermediates in these unpredictable conditions. Wir probieren es mal auf dem trockenen Setup. Mal gucken, ob wir da eine Zeit setzen können. Ja, Platz 5 ist zumindest nicht das, was ich mir, wenn ich ehrlich bin, so erwartet hatte. Wäre natürlich super mehr drin gewesen, oder wäre schöner gewesen, wenn mehr drin gewesen wäre. Also müssen wir uns doch mal ein bisschen steigern, was die Zeit betrifft. Passt das Setup, glaube ich, auch nicht überhaupt nicht. Naja, probieren wir es mal. Gucken, was die Zeit jetzt bringt. So, anbremsen. Ei. Gut, jetzt werden wir ein bisschen spekulieren können mit dem Z. Z, das passt nämlich hinten vorne nicht. Das Tor ist ja da fast nicht.
Grosjean sitzt in 32,3. Da kommen wir mit auf eine Sekunde nicht dran. Also bis auf eine halbe Sekunde dran. Also müssen wir da nochmal was zulegen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal rein. Also halbwegs vernünftig durch die Kurven zu kommen und dann geht's auf einmal. Ich habe eine 29er Zeit. Weil der Sektor 2 ist ja auch noch klar, ist er violett. Ja, ich glaube, die brauchten auf jeden Fall ein bisschen Temperatur, die Inters. Und der Gitter. Normalerweise kann man Inter eigentlich auch immer mit Trocken-Setup fahren. Das ist ja eine Mischung aus nass und trocken. Ich sag ja, die Zeit jetzt war auf jeden Fall 3,5 Sekunden schneller als eben. Und da hast du wieder auch von der 1 verdrängt auf die 2 in der Führung für den Red Bull. Wir haben uns von unserem Teamkollegen im ersten freien Training schon mal bügeln lassen. Das sollte uns zumindest heute oder beziehungsweise allgemein nicht passieren. So, der Wagen kommt auf jeden Fall jetzt auch so ein bisschen auf das Hinterfeld zu greifen, so wie ich das gerne hätte. Ein bisschen zwischendurch müssen wir ein bisschen was Gas wegnehmen, weil die Kurven hier scheiße rutscht. So, Grosjean momentan vor uns. Wenn der nicht noch rapide schneller wird, versucht er immer eine Zeit zu setzen. Klar. Der ist wieder zwischen. Dann setzen wir mal eine 29,2 dazu, eine 0,3. Schneller, definitiv. Das haben wir nochmal ordentlich zugelegt. Program if you have a chance before qualifying. It'll give us a good indication of our relative pace and consistency. So, gucken. Intermediate tires are your best bet in the current conditions. Jetzt keine wirklich rapiden Zeitsteigerungen kommen mit den Trockensetup, mit den Trockenreifen, sollte das reichen. Also die Wettstrecke ist immer noch trocken, immer nass. Es ist knapp, aber scheinbar führen wir.
Und Vettel legt immer nach. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Vettel, Richter und Max Verstappen. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Dann seht ihr, wie knapp das auf einmal ist. Vettel vorne mit 0,001 Sekunden vor uns. Dann Verstappen 0,025 hinter uns und Hülkenberg 0,077 hinter uns. Also scheinbar ist es verdammt eng unter den ersten vier und scheinbar haben sie das damit so etwas rauskristallisiert. Momentan Vettel und die beiden Red Bull und Nico Hülkenberg. Mercedes momentan komplett abgeschlagen mit Valtteri Bottas momentan auf 10. Und Lewis Hamilton wiederholt keine Zeit jetzt, genauso wie Harley nicht. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert mit dem Qualifying. Also nicht jetzt, sondern jetzt geht es nämlich in Starkregen. So. Gut, Training Nummer 3. Am heutigen Freitag. Also wir haben viel, viel Fahrbetrieb tatsächlich. So, jetzt geht's ins. Jetzt müssen wir auf jeden Fall auf das Regen-Setup switchen. Und das machen wir jetzt auch. Ich habe ja Gott sei Dank eins. Dabi Dry. Moment, nee, Quatsch, Mexiko. Mexiko Dry. Was ist der? Mexiko Wetter rum, ist das richtig. So, ja. So, für die Leute, die mal wissen wollen, was für Setups ich da jetzt gerade im Regen benutze, ist folgendes. 10 Kilo Benzinlast brauchen wir auf jeden Fall. Dann Aerodynamik 2.9, also viel Heckflügel, viel Abtrieb. Brauchen wir auch. Transmission 75, 85. Aufbau der Radaufhängung Duster. Die Radaufhängung selber mit 939154. Dann Bremsen 82, 54. Nochmal, wie gesagt, ich fahre mit Lenkrad. Die Reifen einfach so niedrig wie möglich. Und der Gewichtsverteilung auf 8. Weil halt, wie gesagt, ist es nass. Ihr braucht Ballast ohne Ende. Ich sehe eine Transition to light rain in around 10 minutes time. Könnte man theoretisch überlegen. Moment. Also bei 18, 15, 17, 18 Minuten. Ich mache das jetzt bewusst so. Ich guck mal mit das Wetter jetzt. Okay. Er bleibt auf Nasse. Wetterbedingungen sind natürlich nicht ideal. So. Gut, dann kann man nämlich wieder versuchen, auf trocken zu gehen. 29 Zeiten, die machbar sind. So, laden. Dann packe ich das wieder drauf. Zeiten, die durchaus machbar sind. 29.1 könnte man packen. Und dann kleben wir auf 15 fest. Was natürlich keine ideale Position wäre. Wobei die Inters wahrscheinlich wieder ein, zwei Ründchen brauchen, bis wir mal wirklich auf Temperatur sind. Aber gucken wir mal. Wir sind im dritten freien Training auf jeden Fall. Jetzt. Was die Zeit jetzt gleich sagen. Gut, das war nicht am Anfang gefahren, sondern mal auf den, diesmal mal auf den Rennsender gehört haben. Mit einer wichtigen Information, die brauchten wir auch. Und jetzt versuchen wir mal eine Zeit zu setzen, überhaupt. Kriegen wir sie sogar auf Anhieb? Fragezeichen. Kriegen wir die Bottas-Zeit auf Anhieb gesetzt? Das war so im Idealfall unterboten, natürlich. Leichte Rutscher mit drin in dieser Ecke.
Bin ich froh, dass morgen das Qualifying und das Rennen am Sonntag auf jeden Fall ein bisschen, dass die trocken sind. Wieder unnötiger Quersteher drin. Aber schöner dicker Quersteher drin gerade. Fast 2 Sekunden hinter Bottas. Durch dessen Quersteher auf jeden Fall. Wird das keine Zeit werden, die wir zu geschlagen bekommen. Schlechte Zeit auch. Also, müssen wir nochmal ran. Ist auch deutlich besser durchgekommen durch dieses Setup. Durch die Kurven als in der Runde zuvor. Ich sage ja, die brauchen eine Runde. Dann sind sie halbwegs auf Temperatur. Gehen das. Bestzeit erster Sektor für uns. Leichte Funkprobleme, aber wie gesagt, es mag auch ein bisschen in der Höhe liegen. Und ja, Magnussen, mein Namensvetter. Wenn der halbwegs nicht im Weg steht, kann ich nicht. Alle. Ja, genau. Fahr mir ins Auto, du Idiot. Danke fürs Kaputtmachen der Runde. Ja, du kannst gar nicht schnelle Runde fahren. Das geht nicht. Die hatte ich nämlich. Ich hatte 2 Sektoren grün-violett. Und da fährt der Magnus ins Auto. Ich hatte 2 violette Sektoren. Und die hat mir nämlich richtig schön die Runde kaputt gefahren. Wieder so ein Rutscher drin. Ja, komm. Hey, Runde abgekürzt. Fick dich doch, ey. Moin, was auf jeden Fall auch im dritten Training keine gute Zeit wäre. Gedacht, okay, die Zeit, die reicht nicht, um in Führung zu gehen.
früher im Gas gewesen. Er sagt jetzt wie minus, minus. Ich dachte, wunderbar, du bist fast eine Sekunde schneller. Und die gibt er uns einfach nochmal zusätzlich plus. Ein interessantes Training schauen wir uns noch einmal yes. an. Oh, so eng. Richter, Hamilton und Max Verstappen. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Gott sei Dank. Aber guck mal, wie eng das wieder da oben ist mit den Zeiten auf einmal. Ja, 0,02 vor Hamilton, dann 0,025 vor Verstappen und 0,071 vor Valtteri Bottas. Auf einmal sitzt ein Vettel auf mittlerweile auf Platz 11 da unten fest. Also, wie gesagt, das ist ein durchaus interessantes Duell. Interessant. Zumindest sind wir jetzt mit dem freien Training mal durch. Alonso ist sogar Fullwert gefahren am Anfang. Leclerc und Sirotkin diesmal ohne Zeit, also zwei Fahrer ohne Zeiten. Ja, die Frage ist. Die Frage ist, Das war ein gutes Rennen heute. Wie meinen Sie, ist es gelaufen? Auf jeden Fall, sehr gut. Im Training sind Sie regelrecht geflogen. Glauben Sie, das lässt sich aufs Qualifying übertragen? Ja, auf jeden Fall. Wie fährt sich das Auto im Regen? Machen Sie sich irgendwelche Sorgen im Hinblick auf... Klasse, das war dann alles. Jo, vielen Dank. So, dann haben wir das auch wieder erledigt. Jetzt Ressourcenpunkte noch mit einsammeln. So, gut. Die Wettervorhersage fürs Qualifying und fürs Rennen sind natürlich trocken. Das ist eine schöne Information. Das gefällt mir auf jeden Fall und damit sehen wir uns morgen auf jeden Fall im Qualifikationstraining hoffentlich wieder. Das war das freie Training für diesen Freitag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.